Mike Terranova, Trainer von Rot-Weiß Oberhausen, gerade hier bei Alemannia Aachen, 3:1 gewonnen. Zunächst mal die Frage, wie haben Sie die Partie gesehen? Ja, ich glaube, dass wir gerade in der ersten Halbzeit unser bestes Spiel gemacht haben, auswärts, seit ich hier Trainer bin. Wir waren von der ersten Minute an aggressiv nach vorne, haben nichts zugelassen, haben uns unheimlich viele Torchancen erarbeitet. Ich glaube, 10:0 Ecken. Wie gesagt, da war alles halt mit dabei. Gehen dann auch zum Glück dann kurz vor der Halbzeit in Führung, weil sowas kann sich halt immer rächen. Und ja, in der zweiten Halbzeit halt war Aachen halt ein bisschen passiver halt. Da wollten wir erst die Kugel so ein bisschen laufen lassen, weil wir dann auch der Meinung sind, die sollen kommen, ne, wir führen. Aber ich glaube, dass uns das gar nicht gut tat, dass wir einfach eine Mannschaft sind, die dann auch immer wieder weiter nach vorne spielen muss. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich wirklich froh, dass wir hier in ein schweres Pflaster, Aachen war für uns immer ein schweres Pflaster, hier drei wichtige Punkte geholt haben. 9 Punkte jetzt aus 4 Spielen. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Saisonstart, beziehungsweise wie bewerten Sie diesen? Ja, wenn ich das vom Einsatz alles bewerte, muss ich sagen, bin ich mehr als zufrieden. In Wiedenbrück war ich natürlich nicht zufrieden, weil da müssen wir in so einer Situation zumindest einen Punkt mitnehmen. Klar, mit 3 Siegen, also mit 9 Punkten bei den Gegnern auch. Bei Köln war auch eine sehr, sehr gute Mannschaft oder ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, bin ich natürlich mehr als zufrieden. Abschließend nehmen Sie uns vielleicht kurz mit. Mit welchen Zielen sind Sie in die Spielzeit gestartet und wie sehen Sie Ihre Mannschaft für diese aufgestellt? Ja klar, unser Ziel ist es, so lange oben wie mitzuspielen in beiden Wettbewerben, lange oben dran zu bleiben, den Fans die Hoffnung zu geben, dass hier dieses Jahr alles geht. Und dann am Ende natürlich, wenn wir das hinkriegen, den Lucky Punch. Ganz klar, dafür sind wir Trainer, wir wollen auch jedes Spiel gewinnen. Ich denke, das will jeder in der Liga und klar, ne, ich gehe halt nicht in die Saison, um zu sagen, ich will Vierter werden. Also.